Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motorrad 10. Ein Gamer-PC selber bauen. 2012, erster Teil. Ich wünsche euch viel Spaß. Es geht diesmal um die 2012er-Variante, einen PC selber bauen. Die 2011er-Variante verlinke ich euch mal hier oben irgendwo. Da so. Wie gesagt, heute soll es um die 2012er-Variante gehen. Darin wird verbaut eine Core i7-3770K von Intel und zum Beispiel dieses Maximus 5 Extreme Motherboard. Ihr seht, hier können extrem viele Grafikkarten installiert werden. 1, 2, 3, 4, 5 Anschlüsse gibt es dafür, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Heute geht es erstmal nur darum, diese CPU auf diesem Board richtig anzubringen. Das Kernstück, um das es heute geht, ist dieser Sockel. Das ist der Sockel 1155 für eine solche Intel-CPU. Wie setze ich jetzt diese CPU da ein? Das ist eigentlich recht einfach. Zu Anfang immer bitte unbedingt erden. Das Erden soll dazu dienen, elektrostatisch empfindliche Bauteile auf dem Mainboard zu schützen. Das ist wichtig, weil ihr könntet ansonsten mit einer Entladung einiges kaputt machen. Nachdem ihr euch geerdet habt, macht ihr Folgendes. Ihr geht auf das Mainboard. Finger sollte man natürlich davor auch gewaschen haben. Das habe ich natürlich auch gemacht. Jetzt geht man einfach auf das Mainboard, an diesen Hebel hier, drückt diesen runter und ein wenig zur Seite und man merkt bereits jetzt, da ist so ein bisschen Spannung drauf, lässt ihn vorsichtig nach oben gleiten und ihr seht diesen Hebelmechanismus, nimmt den Hebel mit nach hinten und stellt das Ganze auf. So, nun liegt der Sockel bereits vor uns. Als nächstes nimmt man dann die entsprechende CPU, mache ich das mal wieder ein bisschen größer. Die kann man jetzt wieder auspacken. Auch hier bitte vorsichtig die CPU, in dem Fall die i7-3770K von Intel, nur oben anfassen. Nicht hinten auf diese Kontaktstellen, die sind empfindlich, da sollte man nicht raufkommen. So, ihr seht jetzt hier auf dieser CPU, jetzt kommt wieder das Suchspiel mit dem goldenen Pfeil. Vielleicht kennt ihr das aus den anderen Videos bereits, wo ich schon mal Installationen gezeigt habe. Hier ist ein goldener Pfeil an der Ecke. Und eine ähnliche Markierung findet sich auch auf dem Mainboard. In dem Falle, unglücklicherweise muss man dazu sagen, ist es hier bei diesem Asus-Board kein Pfeil, sondern es ist eher ein weißer Punkt. Und der weiße Punkt ist leider auch relativ klein geraten. Ich zoome euch das mal rein, soweit es geht. Und vielleicht seht ihr diesen weißen Punkt sogar. Der befindet sich so, hier. Und somit wisst ihr auch, wo diese goldene Ecke auf der CPU, die befindet sich jetzt hier, hin muss. Na, wo ist sie? Da ist sie. Seht ihr überhaupt? Ja, jetzt seht ihr ein bisschen was. Hier ist die goldene Ecke und hier ist der weiße Punkt. Diese beiden sollten sich überschneiden. Das heißt, überschneiden, ja. Ihr solltet die CPU bzw. müsst die CPU nun so einsetzen, dass dieser goldene Pfeil gleich ist mit diesem weißen Punkt. So, und das Ganze macht man ganz einfach. Wenn möglich, bitte, was heißt wenn möglich, ihr müsst das Ganze sogar von oben einsetzen und es bitte nicht fallen lassen, sondern vorsichtig in den Sockel platzieren, wie es so schön heißt. Das war es auch schon. Das ist die Installation der CPU. Die sitzt bereits da, wo sie sitzen soll. Man kann vorsichtig mit gewaschenen Händen, ihr seht es, hier auf der CPU jetzt gucken, ob sie richtig sitzt. Das tut sie. Jetzt nimmt man diesen, nennen wir ihn mal Schlitten, wieder runter und hier vorne seht ihr diese Schraube. Dieser Schlitten mit diesen beiden Zungen hier muss unter diese Schraube und das Ganze drückt man jetzt mit diesem Hebel wieder runter. Zuerst seht ihr, ich zeige euch das nochmal von der Seite, dass dieser Schlitten wirklich hier runter geht und jetzt kann man mit dem Hebel, ich mache das mal von der anderen Seite, mit dem Hebel das Ganze wieder runterdrücken und ihr seht, so wird das Ganze festgemacht. Hier baut sich jetzt eine doch recht beträchtliche Spannung auf. Das muss so sein. Das ist richtig, auch wenn ihr Angst habt, etwas kaputt zu machen. Wenn ihr die CPU richtig platziert habt, dann könnt ihr hier nichts kaputt machen. Das war bereits die Installation der Intel CPU auf einem entsprechenden Mainboard. Und weiter geht es dann mit dem RAM. Da ist er. Das ist dann Teil Nummer 2. Mal gucken, vielleicht nehme ich den auch gleich auf. Und
Ja, wir sehen uns beim nächsten Teil auf Motava 10. Ciao. Hier geht's jetzt zum zweiten Teil der PC-Selberbauen-Reihe. Oben der alte Link von 2011, unten der neue von 2012. Den füge ich ein, wenn er online ist. Und hier geht's zu dem Video über die Water 2.0 Pro von Thermaltake. Viel Spaß!